Moin Moin, ja, euer Brocken hier, ja. Oh, ich sehe doch ein bisschen verschlafen aus. Ja, wir haben es jetzt 8 Uhr morgens, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Einkaufen. Ja, heute Abend um 11 Uhr fängt bei mir auf Twitch der Livestream an. So ein bisschen vorher, einfach so ein bisschen mit euch schnacken. Oana wird dabei sein. Gegen späteren Abend kommt der gute Zero noch dazu. Wie gesagt, ihr findet mich unter twitch.tv/brocken88. Der Twitch-Kanal ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, jetzt auf jeden Fall gehen wir erstmal einkaufen und ja, holen so das Typische für so einen Livestream-Abend. So, wir holen irgendwie ein paar Fertigpizzen, dann noch was fürs Frühstück für den nächsten Tag. Getränke, werden Radler holen, vielleicht ein bisschen Koruba holen. Ja, so ein bisschen Chips und sowas holen, so Cashewkerne und so. Wie gesagt, ich bin jetzt halt auf dem Weg gerade, ja, zum Netto. Und danach geht es auch nochmal zum Jawohl, denn dort sind meine Lieblingschips. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall mal da mitnehmen. Wird auf jeden Fall, wie gesagt, heute Nacht, ja, eine spannende Zeit. Wie gesagt, das ist ja mein erster Livestream überhaupt. Und den setze ich auch gleich an. Und das wird ein 24-Stunden-Livestream. Das war für mich natürlich eine mega krasse Sache. Aber wie gesagt, um 11 Uhr fange ich halt schon mal an. So ein bisschen so vorab einfach nur quatschen. Und dann um 0 Uhr, ja, da geht die Scheiße dann richtig los. Und ja, sind wir nochmal gespannt, was der Brocken gleich so im Supermarkt beim Einkaufen alles findet. So, da möchte ich mich auch nochmal zwischendurch melden einfach. Wir sind zwar gleich da, aber ja, ich möchte auf jeden Fall auch erstmal nochmal Danke sagen an alle Abonnenten, die jetzt auf YouTube neu dazugekommen sind. In den letzten 30 Tagen fast 400 neue Abonnenten gemacht. Das ist mega krass, Leute. Ihr seid die Geilsten. Und ja, was ich noch besser fand, alle immer schön fleißig am Schreiben gewesen und immer fleißig, wie gesagt, kommentiert, fleißig geliked. Auf jeden Fall mega geil, mega geil. Ich bin mega zufrieden mit euch allen. Ja. Stör mein Video. Er hätte auch irgendwo anders langfahren können. Nein, er fährt direkt durch mein Video. Scheißkind, ey. Ja, nee, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal mega, mega Danke an alle, die mich so die letzten, ja, Wochen, Monate oder auch das, die letzten 2 Jahre supportet haben, immer dabei waren und das alles, ja, mit aufgebaut haben. Auf jeden Fall nochmal mega, mega Dank an jeden, der mich abonniert hat, der mir folgt. Und ja, wie gesagt, ich würde mich einfach mega freuen, wenn ihr nachher oder wenn ihr das Video gesehen habt, einmal kurz unten auf den Link in der Beschreibung klickt und auf Twitch einen Follower da lasst. So, wie gesagt, dann seid auch immer so ein bisschen, ja, bei der Live-Action bei mir dabei. So, wenn ich, ja, jetzt, wie gesagt, ich werde jetzt halt 24 Stunden Stream ja machen. Dort werde ich leveln und dann, wie gesagt, werde ich halt auch immer mal wieder versuchen, zweimal die Woche, wenn es klappt, auch weiter live zu streamen und dort halt auch, ja, unter anderem dann so, wenn ich Inis gehe, so, also Equipment farme, HC Inis, dann am Anfang die Mythisch Inis, die Mythisch Plus Inis, wenn ich Raiden gehe, einfach alles so, was da, was nicht so in den typischen Twitch-Content für mich, nicht in den typischen Twitch, was nicht in den typischen YouTube-Content für mich passt, werde ich halt einfach dann auf Twitch veröffentlichen, weil, wie gesagt, wie ich jetzt irgendwie in die Ini gehe, brauche ich halt nicht unbedingt auf YouTube hochladen. Und ja, wir sehen uns dann wieder, wenn ich im Laden bin. Haut da rein. So, jetzt sind wir hier auf dem Parkplatz, wo Jawoll und Netto sind. Wie krass leer das ist. So, ich kaufe normalerweise immer nachmittags, mittags ein. Da ist alles voll hier von den ganzen Parkplätzen. Wenn man jetzt hier guckt, alles mega nice. Es ist so leer. Es ist so geil. Ja, da haben wir natürlich gleich beim Videodreh, wenn ich Essen kaufe, haben wir natürlich einfach, ja, nicht so viel Kundschaft, dann können wir das auch ganz relativ gut machen. Also mal gucken, was uns jetzt gleich im Laden erwartet. So, meine Freunde, wir sind jetzt hier gerade im Laden. Wie ihr seht, ey, guckt euch das mal an. Es ist morgens früh und hier so die normalen Brötchen hier, die sind alle leer. Dann nehmen wir, hier, da kann man die Schubladen, die kann man rausziehen. Dann nehmen wir einfach so ein paar Mohnbrötchen mit 3 Stück oder so. Auf jeden Fall. So, nehmen wir 3 Mohnbrötchen mit für den Morgen. Für den heutigen Morgen erstmal, sowas zum Frühstücken.
damit der Körper ein bisschen in Schwung kommt. Ah, die sind noch warm, ey, voll geil. Auf jeden Fall mega, mega nice. So, jetzt gehen wir hier mal weiter durch den Laden und gucken mal, was wir noch so brauchen. Hier haben wir Astra-Urtyp, Grapefruit im Angebot. Ja. Echt mega nice so. Hier ein bisschen Mais. Ich weiß ja nicht, was wir so brauchen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal die Cam wechseln. So, wie gesagt, zum Frühstück 3 Brötchen gekauft. Ja, soll ja einfach nur irgendwie eine Kleinigkeit sein, dass ich irgendwas zu essen habe. Ui. Schon am Morgen durch Schwindelanfall hier umfallen oder so. Ja, wie gesagt, es ist immer wichtig, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und ja, die sollten wir auch einhalten. Dementsprechend, na, jetzt muss ich erstmal meine Reisetasche hier aufmachen. Da ist immer so genug Platz eigentlich für alles. Gelegentlich muss ich aber auch mal noch eine Tasche, also eine Tüte kaufen, wo ich nicht so der Freund davon bin. So, 3 Brötchen packen wir rein. So, ich würde sagen, so für den Livestream sollten wir auf jeden Fall, wir wollen ja wie gesagt den Stream so gut wie möglich am Leben halten, dass wir sozusagen einfach schnell Essen machen können. Daher greifen wir einfach hier zu einer ganz normalen Tüte Pommes. Mehr brauchen wir da gar nicht. Die kann man schnell im Backofen mit irgendwas machen. So, jetzt gucken wir mal hier weiter. Da haben wir hier von Netto meine Lieblingspizza. Ja, Pizza Hawaii mag ich nicht so. Ich verfluche Ananas, Leute. Psst. Ich habe irgendwie auf Pizza keinen Bock. Nehmen wir Pizza Baguette oder so. Oder irgendwas im Angebot ist. Steinofen, Wagner, die Originale ist im Angebot. Aber die ist halt nicht so geil. Die mag ich nicht persönlich nicht so. So. Pizza Baguette. Dann nehmen wir einfach hier so ein Billigpaket. Es geht einfach nur darum, dass wir halt so den 24-Stunden-Livestream mit Essen überbrücken können nebenbei. Da packen wir uns einfach dann nochmal so, wie gesagt, ein paar Pizza-Baguettes ein. Ich weiß, das ist alles ungesund. Normalerweise koche ich auch gerne. Und gerade in den letzten 2 Tagen sind die Temperaturen auch wieder gesunken. Und da wäre es halt echt geil gewesen, auch jetzt zu kochen. Aber während eines Livestreams kann ich mich halt unmöglich einfach mal irgendwie für eine halbe Stunde oder so in die Küche stellen und Essen kochen und dann sagen, hey Leute, ich mache einen 24-Stunden-Livestream. Aber ich bin erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde in der Küche Essen machen. Das geht natürlich nicht. Dementsprechend, ja, was nehmen wir denn noch mit hier? Auf jeden Fall für die Pommes nehmen wir auch noch was mit. So, für die Pommes haben wir auch noch was mitgenommen. Was ist das denn? Habe ich mich hier. Oh, hat mich voll. Jetzt hat mich vergriffen, ey. Ich habe aus Versehen das Falsche rausgenommen. Ja. Hier voll reingucken. Hilfe! So, jetzt haben wir das Richtige mitgenommen. Für den Stream. Ja, für den Stream nehmen wir hier einfach so ein paar Chicken Nuggets. Da kaufen wir uns einfach eine scheiß Soße für oder so. Und dann machen wir das Ganze hier auch noch rein. So, jetzt haben wir die Brötchen für heute Morgen. Pizza Baguettes und alles. Jetzt können wir mal gucken. Wir könnten hier für 95 Cent einfach so Mayonnaise für die Pommes nehmen. Salz haben wir noch zu Hause, das reicht also. Für die Dings, für die Nuggets habe ich noch Soße zu Hause. Passt also, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen irgendwas. Was nehmen wir noch mit zum heutigen Frühstück? Wir können uns ja was raussuchen, ne? Ich würde sagen, für den heutigen Frühstück nehmen wir hier noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas, eine Kleinigkeit zum Trinken mit. Dann nehmen wir hier einfach mal so einen fettarmen Molkedrink mit, weiß jetzt gar nicht, mit Mango. Einfach so für heute Morgen noch einfach mal irgendwie eine Kleinigkeit noch zum Trinken. Ich weiß gar nicht, was brauchen wir sonst noch vielleicht für den Livestream oder so. Ich weiß es halt echt nicht. So, auf jeden Fall, wieder. Ich habe kaum noch einen Stream gemacht. So, ich meine, heute an Nacht zum Stream werde ich relativ wenig essen.
Aber so zwischendrin werde ich bestimmt das ein oder andere mal snacken. Dementsprechend gucken wir einfach nochmal, ob wir noch irgendwas finden. Wie gesagt, das ist ja alles spontan hier. Und dementsprechend nehme ich euch auch mal spontan einfach mit oder so. Sollte halt alles so sein, was irgendwie in den Ofen kommt. Damit wir irgendwie, ja, damit das Ganze relativ schnell vonstatten geht. Ich gucke gerade mal, ob die hier, boah, die haben sie da. Die nehmen wir auch nochmal mit für die. Sind sie das? Ich guck grad mal. Nee. Ja, haben sie jetzt nicht da. Schade. Oh. Oder ich glaube doch. Vielleicht habe ich Glück. Ja, ich habe Glück. Die letzte Tüte. Und zwar habe ich mir hier Kartoffeltaschen geholt. Da ist mit Mozzarella Spinat drin. Die sind auch einfach geil. Die können wir auch eigentlich mal, ja, mit reinpacken. So, wie gesagt, ich brauche dann für heute noch irgendwie eine Kleinigkeit auch. Wie gesagt, es ist jetzt 8 Uhr. Ich muss ja auch noch zum Mittag und zum Abendbrot irgendwas haben. Dementsprechend gucken wir einfach mal, dass wir uns da auch noch kurz einpacken. Ich weiß, ich packe viel Ungesundes ein, brauchte mir nicht vorenthalten, aber ich kann auch frisch kochen. Also von daher könnt ihr mir vorwerfen, was ihr jetzt wollt. Egal. So. Ja, für nachher nehmen wir uns noch hier einfach eine Packung Frikadellen mit. Braucht man nicht selber machen. Und so, damit alles gut vorbereitet ist. Dann brauche ich noch irgendwie so einen Salat oder so. Ja. Bingo, dann nehmen wir hier einfach 1 Kilo Kartoffelsalat mit Creme Fraiche. Wie gesagt, ich mag den mit der Mayo einfach nicht, der ist mir zu fettig. Also ich meine, ja klar, das andere, was ich esse, ist jetzt auch nicht gerade unfettig, aber das ist mir einfach zu fettig. Das mag ich nicht. Also hier ist vor allem, ja, ein paar Zwiebeln und Schnittlauch drin, steht hier drauf, aber ganz ehrlich, auf 1 Kilo ist wahrscheinlich 1 Gramm Schnittlauch und Zwiebeln insgesamt drin. So. Hätten wir das auch geklärt. So, jetzt habe ich auf jeden Fall für heute früh ein bisschen was zum Essen und halt, ja, habe auf jeden Fall was für den Livestream eingekauft. Pizza Baguettes habe ich eigentlich eingekauft. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch irgendwie was zu trinken. So ein bisschen alkoholisches und nicht alkoholisches natürlich. Und ein bisschen was zum Knabbern. Und dann war es das eigentlich auch. Ich wollte eigentlich noch, jawohl, in dieser Pimmelladen macht er es um 9 auf. Ich dachte, der macht um 8 auf. Ja, nur ich warte jetzt nicht halt noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde vor dem Laden. Aber gucken wir mal weiter. Wie gesagt, was haben wir denn hier? Hey, die sind so teuer, die Pringles. Ey, 2,39 und da steht Angebot dran. Voll gelogen. Aber auch hier keine Getränke wirklich ausgepackt, ey. Weißt du, ist zwar Montagmorgen. Ich meine, ich habe selber beim Netto lange gearbeitet. Aber hier, guckt euch das an. Ist echt nichts da. So, ich dachte halt irgendwie, dass ich noch mir ein bisschen was zum Trinken einkaufen kann. Ich wollte eigentlich nicht nachher noch mal los oder so heute Mittag. Jetzt muss ich einfach mal so gucken, dass ich irgendwie irgendwas hier mitnehmen kann. Was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, alles einfach leer. So ein Abfuck, Leute. Ohne Scheiß. Ich wollte eigentlich nur was kaufen. So, wie soll man denn am Morgen gut gelaunt einkaufen, wenn der scheiß Laden einfach nichts hat? Ohne Scheiß. So, ne? Stellen wir uns mal hier runter. Die Sonne scheint nicht mehr. Wir nehmen einfach jetzt hier erstmal hier Cola Zero mit. Müssen wir einfach mal gucken. Flaschen. Ohne Scheiß, ich wollte eigentlich noch andere Sachen kaufen, aber die sind ja nicht da. Da ist gerade ein Kunde, deswegen schreie ich nicht so. Stellen wir es mal kurz ab. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich wollte auch noch Energy, weißt du, die haben nichts da. Ist alles leer. So, aber was die da haben, muss ich einfach sagen, das schmeckt eigentlich ganz gut.
ist das Radler von Falkenfelser. Da nehmen wir auf jeden Fall auch noch ein paar Flaschen mit. So, Mann. Hey, kein Energy, kein gar nichts, ey. Ich hab nicht nochmal Bock, extra nachher nach Edeka oder so zu latschen wegen dem. Voll scheiße. Mann, ey. Kriegst einen Ausraster. Ohne Witz. Ernsthaft. Was für ein Kack. Na, pack mal die Flaschen Cola erstmal ein hier. Wollte eigentlich noch anderes einkaufen. Ah, kriegen einen Ausraster. So, die können wir kurz stehen lassen. Pff, kann eh ja klauen, so ist nur Essen drin. Mein Portemonnaie ist am Mann in der Gesäßtasche. So. Ja, toll. Ich brauche noch was für die Brötchen. Und da werde ich jetzt gucken, ob sie da was Bestimmtes, was ich immer esse, was ich sehr gerne esse, da haben. Wenn nicht, ja, dann nicht. Wahrscheinlich sowieso nicht. Ich habe immer zu 99% Pech. Aber so wie es aussieht, könnte man ja auch mal Glück haben. Oh ja. Oh, der Brocken hat Glück zum Frühstück. Das ist geil, das ist geil, das ist geil, das ist geil. Zum Frühstück auf die Brötchen machen wir ja grüne Peperoni gefüllt mit Schafskäse. Mega nice. Und dazu nehmen wir noch irgendwie eine Mortadella mit oder so. Einfach irgendwas Leichteres. Ja, ich liebe die, ne? Ich liebe Peperoni. Ja, da kann man mich ködern mit so. Ohne Scheiße. So, da könnte die Erde untergehen. Man müsste mir damit hinwedeln. So, ich würde kommen. So, jetzt muss ich auch mal gucken. Die haben auch keine, ohne Witz, die haben jetzt auch nicht mal Mortadella da oder was? Was ist denn das für ein Kack? Da haben die es hier irgendwo versteckt. Nee, die haben das echt nicht. Die haben nicht mal morgen Mortadella da, ey, ne? Voll der Kackladen, ey. Ja, okay, dann muss ich irgendwas anderes nehmen. Ja, hier. Dann setzen wir. Es war das gleiche fast. Aber okay. Auf eine Geflügel-Mortadella mit Paprika, ja. Wie viel Paprika haben wir denn da drin, ey? Wow, 9% Paprika und 59% Hähnchenfleisch, 11% Truthahnfleisch und der Rest irgendwelche unaussprechlichen Sachen, Chemikalien oder so. Wir wollen ja lange leben. So, jetzt habe ich das für heute eingepackt. Oh, ich krieg echt einen Rappel. Ich kotze mich das gerade voll an, dass hier einfach nichts zum Trinken ist. So, weißt du, es ist einfach voll nervig, so, weißt du? Ja, hier, ja, ja. Immer so diese super vollgepumpt mit Zuckersachen. So, wenn ich hier halt gucke, wenn man jetzt einfach mal hier so Booster nimmt, der hat voll viel Zucker. Der hat 10,4 Gramm Zucker. Also in der Dose sind über 30 Gramm Zucker drin. Halleluja. So, wir leben in einer mit Zucker vollgepumpten Gesellschaft. Wir sollten immer aufpassen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch was brauche. Ich kenne mich mit einem 24-Stunden-Livestream voll nicht aus. Ich habe jetzt auf jeden Fall, könnte ich noch irgendwie, ja, für morgen irgendwie Aufbackbrötchen oder so kaufen und noch was drauf oder so. Aber wie gesagt, ich lasse einfach die Tasche einfach da stehen, wo ihr sie seht. Seht ihr sie? Da. Lass ich einfach stehen, obwohl ich nehme sie lieber mit. Ich nachher, dass sie denken, ich bin, das ist eine Bombe oder so. Kennt man ja die Verrückten heutzutage. Ich meine, ich bin jetzt nicht verrückt oder so, aber die Leute hätten nachher Angst oder so. So, oh mein Gott, eine herrenlose Tasche. Scheiße, es ist eine Bombe. Also, mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich noch mitnehmen soll. Ich habe so einen Müllplan. Wie gesagt, 24-Stunden-Livestream noch nie gemacht. So, ich werde auch beim 24-Stunden-Livestream weniger essen. Auf jeden Fall. Also ich werde da jetzt nicht irgendwie so, wie gesagt, ich habe jetzt die Pizza-Baguettes haben wir, die Nuggets mit Pommes haben wir, die mit Mayo haben wir dazu, ja. Und alles haben wir ja eigentlich eingepackt, so für den 24er. Und dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, ja, dass wir heute für den Stream gut vorgesorgt haben. Hoffe ich mal an. Dass ich jetzt einfach alles so weit habe für den Stream, ey. Ich bin voll umgeplant. Aber ja, es ist halt ein spontanes Video, ne? So, auf jeden Fall, ja, wir haben die Pizza-Baguettes, wir haben Nuggets. So, es sollte reichen, wenn ich mit anfange am Abend. Ich fange ja erst um 11 an. Da werde ich sowieso nichts mehr essen. Und dann streame ich ja. Und dann werde ich irgendwann nachts oder so
oder morgens früh mir vielleicht irgendwie eine Frikadelle oder so machen oder so, keine Ahnung. Oh. Ja, ich habe noch eine Idee, was wir noch nehmen. Passen wir auch perfekt hier in den Backofen, glaube ich, rein. Ja, passen so. Super. Frühlingsrollen. So, jetzt sollten wir für den Stream erstens technisch eingesorgt haben. So. Essenstechnisch habe ich eingekauft alles. Brötchen habe ich. Wurst habe ich. Ja, was wir noch mitnehmen könnten. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr gerne scharf esst. Von Netto den scharfen Ketchup. Den finde ich echt gut. Der ist halt vom Preis-Leistungs-Verhältnis relativ gut. Der kostet 79 Cent. Aber der ist geschmacklich echt gut. Also nur der scharfe. So den normalen, billigen, da würde ich dann eher auf Heinz Ketchup oder so setzen. So, ja, ich brauche auf jeden Fall noch eine Tüte. Tüte brauche ich auch noch. Geil. So. Ich hoffe nicht, dass ich nachher noch mal los muss, aber wenn, dann doch, habe ich Pech gehabt. So. So. Nehmen wir hier noch ein paar Radler mit für den Abend. So, das ist ja der eine Abend sozusagen, nur wirklich. Gucken wir einfach mal, wie gesagt, ich muss bestimmt nachher noch mal los, ey. Ich glaube, ich kriege nicht alles hier rein und vor allem hätte ich gerne meine Lieblingschips noch dabei gehabt, aber passt ja alles nicht, ey. Macht nichts. Kommt nicht mehr viel dazu. So, wir nehmen jetzt einfach mal hier so drei Stück mit, sonst ist der Rucksack voll. Und oh, Knabbersachen passen auch nicht rein, ey. Naja. Ich muss erstmal eine Tüte holen. Warte mal kurz. Kurz mal eine Tüte holen. So, hier nochmal eine Tüte holen. Und der Kunde hat sich gerade beschwert, weil hier ja nichts ist, ne? Beschwert, warum hier nichts ist und die haben eine Woche gestreikt, deswegen kam nichts. Wen interessiert das denn? Die sollen arbeiten gehen, sollen nicht streiken die ganze Zeit. Ernsthaft? Soll ich verhungern? Nein, Scherz beiseite, sollen sie ruhig streiken, ich kenne das Business, ja. Und von daher alles gut. Ja. Jetzt habe ich noch eine Tüte. Ja, die brauche ich nämlich auch. So, ein bisschen Knabberspaß dann noch mitnehmen auf jeden Fall. So, wie viel Radler hatte ich jetzt eingepackt? Ich habe voll vergessen. Ich glaube vier oder so, ne? Drei. So, dann nehmen wir noch zwei Radler mit. Dann haben wir erstmal fünf. Das sollte reichen. Wie gesagt, wir wollen sie ja nicht B trinken im Stream. So, haben wir fünf Radler. Und dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal hier irgendwie so drei Flaschen Kuruba mit. So, die können wir dann auch heute Nacht um 11 den ersten ansetzen oder so. So. Klar, klar. Boah, ich hab die Tüte nur mit einem Finger rein, die mir fast aus der Hand gefallen. Hier Wasser gemacht. So, was jetzt wichtig ist. So, Tüte ist abgesetzt. So. Für den Knabberspaß in der Nacht eine Dose Cashewkerne. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, was nehmen wir noch mit hier. Ja. Ich suche gerade irgendwas Bestimmtes, aber ich finde es gerade nicht voll mega. Nicht nice. Hä? Okay. Ich blind heute Morgen? Ah. Zwei Tüten hier so Kartoffel-Knabber-Snacks. Eigentlich müsste ich für den Stream dann wirklich so ziemlich scheiße vorbereitet sein. Also. Wenn nicht, habe ich halt Pech. Ja, kriege ich schon hin. So, wie gesagt, ein bisschen Cashew, ein bisschen was zu knabbern. Jetzt haben wir es fast 20 Minuten schon am Drehen hier.
hatte letztes Jahr noch so Kellerchips, sag ich so. Das kommt vom Typ, die zocken. Ne, Kesselchips, aber ich finde die gerade nicht, also nicht die richtige Sorte. So Honig-Senf mag ich nicht mehr. Erstmal halben Laden verwüsten. Muss auch sein. Ja, wir könnten noch, ja, was wir noch mitnehmen können eigentlich, was ganz cool ist. Irgendwie eine Dose, eine Tüte Erdnussflips oder so noch einpacken. Auf alle Fälle. Gut, klar. Ja, packe ich mal noch eine Dose Erdnüsse ein oder so. Geröstet und gesalzen. Eigentlich voll scheiße, weil wir zu viel Salz teilweise durch. Wenn wir Fertigprodukte essen, nehmen wir zu viel Salz zu uns. Eigentlich bräuchten wir das Ganze gar nicht. Aber egal. Macht nichts. So, jetzt habe ich so trinken. Ich weiß halt nicht, ob ich nachher nochmal los muss, ansonsten habe ich halt Pech oder so. Ja, auf jeden Fall. Habe ich jetzt soweit vom Essen, habe ich glaube ich alles hier, so Cashewkerne, auch Walnusskerne in Tüten, auch mega nice. Ich weiß nur, was ich haben will. Wartet kurz. Ich habe auf jeden Fall noch was vergessen. Es ist nämlich ziemlich für mich ziemlich früh gewesen, aber es ist jetzt ja morgens und ich hoffe, dass noch was von dem, was davon da ist. Ich bin so ein kleiner Suchti. Ja. Haben wir noch. Käsekuchen. Oh, also so Marzipan oder Käsekuchen. Ja, WTF, ich glaube, ich habe gleich ein Riesenproblem. Kostet. Oh, hier auch nochmal Fett. Da ist bestimmt wieder voll viel Zucker drin. Ach, scheiße. Aber hier so Muru Mango, Cowboy Cocktail. Ja, kann man sich uns auch mal gönnen hier. Arizona Tee. Wie gesagt, ich habe den oft. Früher sehr oft getrunken. Eiskalt schmeckt übrigens voll geil. Boah, ich bin so. Obwohl ich ja euch ein Video gedreht habe, man soll nicht so viel Alkohol trinken, ne? Kann ich mich manchmal nicht zügeln, ne? So ein bisschen so. So noch ein Käsekuchlein eingepackt. Fetten Arizona Drink. Jetzt ist die Tüte auch schon wieder voll, ey. Ich könnte kotzen. So. Für den Abend auf jeden Fall. Oh, ich habe so Bock drauf, ey. Ist gerade im Angebot. Mixery einfach so. Ja, packen wir nochmal irgendwie drei Dosen ein oder so und dann haben wir es eigentlich auch. Dann müsste eigentlich für den fällt alles raus aus der Tüte. Shit. So. So. Drei Dosen haben wir. Ja, dann war es der Einkauf, Leute. So, viel Spaß. Auf jeden Fall, ich werde dann noch mal ganz kurz ein Video machen, wenn ich zu Hause bin und alles eingepackt habe danach. Auf jeden Fall, ich freue mich auf heute Abend mit euch. Schaltet fleißig ein und vergewaltigt den Follower-Button mal auf Twitch ein bisschen. Haut da rein. Ja, jetzt sind wir zu Hause angekommen. Jetzt gibt es erstmal noch den Kefir-Molke-Drink, fettarm vom Mango, den ich ja gekauft hatte. Ja, noch was trinken auf alle Fälle und dann, ja, haben wir auch noch hier die Brötchen mit Mortadella, eine Peperoni auf jeden Fall zum Frühstücken jetzt und oh, die Cam macht gerade Mucken. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall heute Abend auf den Stream. Wie gesagt, schaltet alle fleißig ein. Und wer das Video jetzt hier bis zum Ende gesehen hat, würde ich mich mal freuen, wenn ihr einfach Hashtag 24, großes H und Brocken, alles zusammen, ja, als Kommentar schreibt. Dann weiß ich, dass ihr auf jeden Fall das Video bis zum Ende gesehen habt. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch allen auf jeden Fall, ja, einen guten Start in die neue Woche. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß heute Abend bei meinem Livestream. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.